So, hallo meine Lieben, hier habe ich wieder einmal ein schönes Objekt für euch. Wie ihr sehen könnt, haben wir es hier nicht weit vom Strand, etwa 7-8 Minuten zu Fuß. Und wir haben eine Duplex-Penthouse-Wohnung voll ausgestattet für 179.000 Euro. Und wir haben hier, ja, man kann schon Penthouse sagen, doch, kann man schon. Und hier die Aussicht, ja, mehr Blick haben wir zwar, da gibt es eigentlich noch keine immobilientechnisch gesehene feste Angabenqualität. Wir können nicht, okay, soll ich jetzt sagen, das ist kein Mehrblick, das ist schon Mehrblick, aber ich selber, ich persönlich mache das immer so, ich sage halt wenig oder viel oder fast gar keinen Mehrblick. Das würde ich eher als sehr wenig Mehrblick nennen, benennen. Und wie ihr das seht, könnt ihr ruhig mal reinschreiben. Ne? Ja, manche machen Videos, wenn man dann nur einen Millimeter da sieht, nennen sie das Mehrblick. Ich nicht, ich bin da, nee, ich muss da schon meine Meinung dazu sagen. Und das hier zum Beispiel ist sehr wenig Mehrblick, okay? Meiner Meinung nach. Vor allem, es liegt ja auch daran, dass ja auch Hochhäuser davor sind. Aber trotzdem, diese Anlage ist super. Auch da, das Grundstück, wir haben ein riesen Grundstück mit großem Pool und zeige euch gleich alles. Und wir haben drei Schlafzimmer und ihr wisst ja, ich sage immer dazu, wenn die Häuser daneben schön sind, dann ist das eigentlich egal, ob es Hochhäuser sind. Ja. Aber hier ist es gemischt. Hier sind hässliche Häuser mit schönen dazu. Ja, hier haben wir das Hauptwohnzimmer. Wir haben ca. 180 Quadratmeter, brutto allerdings. Und wir haben auch eine Terrasse. Zeige ich euch auch gleich. Und wie ihr sehen könnt, die Stühle, der Tisch, das ist schon alles hochwertig. Ne? Das wäre die Küche. Ist die groß? Also klein ist er auf keinen Fall. Auf jeden Fall ist er ein Extrazimmer und man kann direkt hier gleich essen, ohne irgendwelche andere Räume schmutzig machen zu müssen. Dann hier Kochbereich, eigentlich schon okay. Ja. Es ist jetzt nicht der Mega-Hammer, auch rein stylistisch muss ich sagen, ist die Kombination nicht so gelungen, meiner Meinung nach. Ja. Obwohl die Arbeitsplatte und so weiter alles schon top. Ne? Und der Schrank ist übrigens auch nicht schlecht. Ja? Der Schrank ist auch nicht schlecht. Mir gefallen auch die hohen Füße. Da kann man schön drunter wischen. Und doch, der Schrank ist schon gut. So, und jetzt schauen wir uns mal die anderen Räumlichkeiten an. Hier haben wir den Eingangsbereich mit der Garderobe. Und hier geht es dann auch gleich rauf zur zweiten Etage. Und hier haben wir eines der Toiletten mit Waschmaschinenbereich und Dusche. Hier haben wir eines der Schlafzimmer. Wir haben, wie gesagt, drei Schlafzimmer. Und auch schön aufgeteilt. Hier ein riesen Balkon, schon zugemacht. Der ist gut, dass er zugemacht ist, denn das ist fast schon wie ein extra so Raum, würde ich nicht sagen, Zimmer würde ich nicht sagen, sondern ja, zugemachter Balkon. Also gefällt mir sehr. Und extra noch Beifenster, dass man nicht unbedingt immer oben dann eins aufmachen muss, um Luft zu bekommen. Doch, sehr schön. So, hier nochmal die Aussicht. Und wir befinden uns im 12. Stockwerk. Und wir haben nochmal, wie gesagt, oben dann auch noch die Terrasse. Zeige ich euch auch gleich mal. Und hier haben wir dann die obere Etage. Vor der Terrasse haben wir so einen Entspannungssessel. Auch sehr schön. Ja, wie soll man diesen Style eigentlich nennen? Hm? Das schaut, also ganz ehrlich, ich habe ja zwei Kinder
und die besuchen mich immer wieder mal. Und wir hatten eine Hebamme in Germany. Übrigens gibt es in der Türkei sowas wie eine Hebamme gar nicht. Ja. Da gibt es sowas nicht. Du gehst selber zum Arzt. Meine Frau ist ja jetzt im dritten Monat schwanger. Und hier in der Türkei. Und wir müssen selber zum Arzt. Und so eine Hebamme, die dann vorbeikommt und die muss vorbeikommen und das muss sein. Und sie muss dann ihre Unterschrift draufgeben und so weiter. Oder Jugendamt oder so ein Schwachsinn gibt es hier nicht. Also Jugendamt schon, aber wir haben hier keine Pflicht, dass wir eine Hebamme nehmen müssen. Und ja, das hier ist meinetwegen euer zweites Wohnzimmer, wenn ihr wollt. Ihr könnt es auch Gästezimmer nennen. Und jetzt schauen wir uns dann auch mal die Terrasse an. Auch nicht unbedingt klein. Hier nochmal ein Bad in der oberen Ebene. Auch sehr schön. Und hier nochmal ein Schlafzimmer. Und dann haben wir, ja, das Zimmer hier schaut irgendwie spartanisch aus, ja. Und hier die Terrasse. Das nenne ich jetzt mal richtig Meerblick, ja. Und Bergblick haben wir auch. Doch, das ist schon sehr schön. Gut, das geht schon, ja. Naja, was sollen wir denn machen, Leute? Wir leben in der Stadt, ja. Und ist doch auch okay. Und wer, übrigens, also ich muss schon dazu, ich muss mal ein Video drüber machen. Wollt ihr es lieber ruhiger haben oder lieber actionreicher? Ich sag euch, ich habe schon viele Kunden gehabt, die sind nicht nur aus Geldgründen, sondern auch, weil sie ihre Ruhe haben wollten, nach Demirtas oder nach Gazi Pascha, und die suchen jetzt wieder eine Wohnung hier und die verkaufen ihre in Gazi Pascha oder in Demirtas. Habe ich verschiedene Kunden. Warum? Ja, hier gibt es halt einen Rossmann. Hier bei diesem Objekt gleich da vorne ist das Einkaufszentrum vom Jekta. Und da gibt es einen Rossmann, da gibt es in der Nähe ein Sushi-Restaurant, in der Nähe ein Café, in der Nähe ein Fischrestaurant, Supermärkte, alles. Und das gibt es halt nicht in Demirtas oder Gazi Pascha. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, ja gut, dafür habe ich meine Ruhe. Ja gut, gut, hast halt deine Ruhe. Und warum kommen jetzt die anderen zurück? Warum wollen die anderen jetzt hier was haben? Ja? Versteht ihr, Ruhe schön und gut, aber irgendwann will man doch Leben haben. Will man doch die Menschen sehen, spüren, fühlen, die Aura in den Cafés, in den Restaurants. Ja, wir sind halt Menschen und wir sind keine Orangutans, die im, irgendwo auf der Palme da alleine leben wollen oder irgendwelche Höhlenmenschen. Ja. Aber egal, es gibt auch Leute, die brauchen wirklich ihre Ruhe, ja gut. Aber alle, die das gemacht haben, wollen von mir wieder hier im Zentrum was. Ne. Ja, hier sind die gemeinsamen Aufenthaltsbereiche. Hier haben wir den Eingangsbereich. Alles schön sauber gepflegt und wie schon gesagt, ein großes Grundstück mit einem schönen großen Pool. Preis habe ich ja schon gesagt, 179.000 Euro, 4 Zimmer, alles vorhanden, alles gepflegt und mal was anderes, nicht immer das gleiche vom Pool her gesehen. Und ja, wer Lust hat, meldet sich, okay, und dann kann ich es euch gerne zeigen und dann könnt ihr zulangen und ein schönes Leben hier haben. Und jetzt kommt dann gleich sofort dann, wenn ich den Film hochgeladen habe, schreiben gleich dann die ersten, weil sie ja so schlau sind, sie sind so intelligent, das gibt's nicht, ja. Die schreiben dann gleich, mein Mutter ist gesperrtes Gebiet, das will ich nicht. Hast du überhaupt das Geld, überhaupt das zu kaufen, auch wenn es nicht gesperrtes Gebiet wäre? Nee, aber dein Maul musst du natürlich aufmachen, ne? Statt zu fragen, ja, wie könnten wir denn das machen? Ich hätte Interesse, wie könnten wir denn das machen, dass ich mein IK mitbekomme? Gibt es da Möglichkeiten? Ich habe hier meine E-Mail-Adresse stehen, meine WhatsApp-Telefonnummer, meine Webseitenlink, meine Adresse, alles öffentlich, wo man mich kontaktieren könnte und das fragen könnte. Nein, die Spastis, die eh nicht mal einen Pfennig sparen können, ja, oder nicht arbeiten gehen oder nicht sparen können oder nicht arbeiten gehen und Geld zusammenbringen können. Die müssen natürlich sofort. Ich habe zwar
kein Geld, aber ich muss trotzdem meinen Senf dazu tun, um dich zu ärgern. Du ärgerst mich damit nicht, Mensch. Du ärgerst mich damit nicht. Du tust nur zeigen, wie viel halt dein Gehirn an Masse enthält. Und wir haben ja gerade über die Höhlenmenschen geredet und so, ne? Und wahrscheinlich haben die mehr Masse und Grips, ja? Weil die überleben da draußen und haben vielleicht trotzdem ein schönes Leben, ja? Aber ihr habt gar nichts außer euer Meckern. Das ist ja das. Ihr habt nur euer Meckern. Denn wenn jemand die Wohnung toll findet, das ist schon mal schwierig, eine Wohnung zu finden, die einem gefällt. Dann kann man doch darüber reden, was kann man da machen. Wir müssen dann gemeinsam zur Behörde und sagen, Mensch, die wollen diese Wohnung kaufen. Das ist Geld für die Türkei. Das ist eine Investition. Wie können wir das vollbringen? Und dann werden wir schon eine Lösung finden. Na, versteht ihr? Aber gleich seinen Teil aufmachen, wo das Essen und das Bier reinfließt und gleich bla bla bla, ne? Wie heißt es immer? Erst Gehirn einschalten, dann reden. Ja, Leute. Also meine Geschäfte schauen so aus. Ich möchte euch was zeigen und das gefällt euch, inshallah hoffentlich. Und wenn es euch dann gefällt, dann starten wir euer zukünftiges Leben. Aber wenn ihr natürlich irgendwelche Leute seid, die eh überhaupt nichts, irgendwas können, raffen, in die Wege leiten und eh das nötige Kleingeld haben, warum haltet ihr einfach nicht eure Fresse und lässt uns welche was machen, also wir sind Macher, ja, unser Leben dann leben. Aber das Gute ist, wir kriegen ja unser Positives vom Leben zurück, indem ich jemanden finde und der dann ein schönes Leben hier inshallah hat und ich von demjenigen meine 3% Gehalt bekomme und meine 3% Gehalt, mit dem ich mein Leben finanziere, meine Familie finanziere und ganz nebenbei, ich helfe auch in Madagaskar der gesamten Familie dort auch noch. Nicht mit viel Euros, nur ein bisschen. Ja? Und dadurch können sie auch ein bisschen schöner leben. Versteht ihr? Aber die... Da geht doch das und das nicht. Ich habe zwar eh nicht das Geld, aber ich will meine dumme Fresse aufmachen. Ich habe mich 3-mal impfen lassen. Das sind halt Leute, die werden halt... Wie soll ich sagen... Die werden halt, habe ich ja schon oft erwähnt, dass bald die Bomben fallen werden auf Deutschland. Die werden halt keine Zukunft mehr haben. Ne? Ich hoffe schon. Ich wünsche niemandem was Schlechtes. Nur viele gestalten ihr Leben ja selber so, dass sie dann schlecht leben. Das ist ja das Problem, versteht ihr? Boah, ich empfehle euch den Film Astral City. Bitte schaut euch den Film Astral City an. Denn dort... Die Leute, wenn jemand stirbt, kommt er halt da oder dahin und in dem Fall kam der Mann halt in die Hölle und in die Hölle kamen dann ab und zu mal Engel, um die Leute zu fragen, ja, willst du jetzt rauf in den Himmel, willst du mit in den Himmel und aufhören zu leiden, deine Qualen und unten, willst du aufhören zu leiden? Und die sagen dann, einige von denen sagen dann, nein, ich will mich nicht ändern, ich will nicht gut sein. Ne? Das ist der Witz an der ganzen Sache. Die Leute wollen das ja selber. Denn jetzt wo wir gerade leben, ja, wir leben ja alle, oder? Und wenn Geister meine Videos auch anschauen, hallo. Wir leben jetzt gerade, ne? Und ich zum Beispiel bin ja Moslem und ich weiß ja, Himmel und Hölle. Und ich weiß ja, im Koran steht drin, tu Gutes, geh nur schlafen, erst wenn du weißt, dein Nachbar hat auch was zum Essen. Siehst du Bedürftige, also richtig Bedürftige, nicht verarschend Bedürftige, wie irgendwelche Familienclans, die da Leute zum Betteln schicken. Das musst du schon unterscheiden können, du brauchst schon ein bisschen Gehirn. Hilfst du wirklich Menschen,
dann hast du das Leben hier verdient und dann kommst du auch, inshallah, in den Himmel. Ja? Und wenn du aber ein schlechter Mensch bist, die Leute verarscht von vorn bis hinten, ich rede hier nicht von Arbeit und Gehalt bekommen, ja? Ich rede hier von Leuten, die irgendwelche Bitcoins verkaufen und die Leute betrügen oder, also nicht Bitcoins, sondern sowas Ähnliches halt. Oder ich rede von Leuten, die absichtlich wissend Schlechtes tun, um die Leute zu verarschen, ja, und die Leute zu betrügen. Und die haben hart gearbeitet für ihr Geld und die dann verarschen, ja. Oder Wege gehen, die halt anderen schaden, ja. Zum Beispiel könnte ich nie Pelzjacken verkaufen von Tieren, die gelitten haben, ja, zum Beispiel, ja. Oder ich könnte nie, wenn ich wüsste, da kostet das Hackfleisch weniger, weil die Tiere da mehr leiden mussten oder Sonderangebot, Hackfleisch oder was auch immer, als Beispiel, das sind nur Beispiele. Also ich könnte kein Leben führen, nicht nur wegen dem Koran, schon mein Gewissen sagt ja das. Deswegen ist es ja nicht unbedingt so, dass nur Moslems in den Himmel kommen, meiner Meinung nach. Wenn jemand ein guter Mensch ist, denke ich schon, dass Gott das sieht, egal ob er jetzt Moslem ist oder was anderes. Ich denke schon, dass Gott nichts so doof ist, ich erlaube mir mal, das jetzt einfach mal zu sagen, ja. Denn wenn jemand ein guter Mensch ist, dann ist er ein guter Mensch und der Glauben ist da nicht so wichtig. Aber bei uns im Glauben, wenn jemand zum Beispiel nicht weiß, wie man lebt, dann gibt es die Gebrauchsanweisung, das ist der Koran. Und da steht halt nun mal drin, füge auch Tieren nichts Schlechtes zu, ja. Und versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also du musst halt dieses Leben gut gestalten. Und helfend und nicht negativ und nicht schlecht für andere. Ja? Und dann kommst du, denke ich mal, in den Himmel. Viele wissen das, aber die tun zum Beispiel Leute die Spritze, impfen und so und wissen das, dass es nicht gesund ist. Ja? Ich denke nicht, dass die dann da in den Himmel kommen, ja? Weil die haben was bewusst getan. Jeder kann sich informieren. Oder der Lauterbach zum Beispiel, ja, der hat ja vorher schon irgendwelche Medikamente vercheckt, wo Leute gelitten haben und der macht es ja immer noch. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also wenn du ein schlechter Mensch bist, weiß ich nicht, ob du in den Himmel kommst. Ja? Die wissen das, ja, dass wenn du schlechte Sachen tust, kommst du in die Hölle und wirst ewig leiden. Die wissen das, machen es trotzdem. Ja? Die machen es trotzdem. Ja? Ja, meine Leute, meine Lieben, übrigens, ich will solche Themen, die mit Immobilien nichts zu tun haben, jetzt auch mal raushalten aus dem Immobilienbereich und will das schon auf diesem Kanal, aber auf einer speziellen Seite dann machen, ja? Um das nicht zu vermischen. Weil es gibt Leute, die wollen nur Immobilien sehen, ohne irgendwelche psychologische Beratung oder wie nennt man das, Lebenserfahrungsteilen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dadurch Menschen helfen kann, den besseren Weg zu gehen und auch glücklicher werden in diesem Leben. Und die meisten meiner Kunden denken sowieso nicht nur an sich. Das ist das Gute. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh. Ja. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Also, wer Lust hat für diese wunderschöne Wohnung, meldet sich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Teşekkürler diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Misyonerimizden İstanbul'a doğru. Ve bak, dokun değil. Das war hart, aber...
ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.